für die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die AfD-Fraktion hat heute beantragt, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen. Das würde im Bundeshaushalt eine Lücke reißen von 18 Milliarden Euro. Damit klar ist, über was wir hier sprechen, das ist ungefähr so viel, wie dem Bundesministerium für Bildung und Forschung insgesamt zur Verfügung steht. Das könnte man dann also einstampfen, oder ist ungefähr doppelt so viel, was das Familienministerium zur Verfügung hat. Und wer hier vorschlägt, so eine Lücke in den Bundeshaushalt zu reißen, der muss natürlich auch dazu sagen, wie er diese Lücke wieder schließen möchte. Und nun wissen wir von Ihnen, dass Sie den Spitzensteuersatz nicht erhöhen wollen. Ganz im Gegenteil. Wir wissen auch, dass Sie die Vermögenssteuer nicht wieder einführen wollen. Sie wollen sogar die Erbschaftssteuer abschaffen. Und zu neuen Krediten sind Sie auch nicht bereit. Also sagen Sie doch mal, wie Sie die Lücke schließen wollen. Das gehört nämlich zur Wahrheit dazu. Genau, Einsparung. Und in dieser Größenordnung haben Sie aber nicht viel Möglichkeiten zur Einsparung. Und dann sagen Sie Ihren Wählerinnen und Wählern doch bitte, dass Sie an die Grundsicherung im Alter ran wollen, dass Sie medizinische Leistungen einschränken wollen, dass Sie die Unterstützung für Familien zurückfahren wollen. Das gehört doch mit zur Wahrheit dazu. Und zur Wahrheit gehört im Übrigen auch dazu, und das muss man ja mal wieder erwähnen, dass der Solidaritätszuschlag eben als allgemeine Steuer nicht an den Aufbau ausgekoppelt ist, Herr Kollege, sondern dass wir mit diesen Einnahmen im Bundeshaushalt auch andere Dinge bezahlen können. Und wir bezahlen. Entschuldigen Sie. Ich wollte Sie fragen, ob Sie erstmal Redepause drücken, ob Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Glaser zulassen. Herr Kollege hat ja vorhin schon was gefragt. Gut. Zur Wahrheit gehört auch, dass eben diese Einnahmen nicht an den Aufbau ausgekoppelt sind, sondern dass damit auch andere Leistungen bezahlt werden können. Damit wird nämlich zum Beispiel auch bezahlt der Aufbau von Kita-Plätzen, und zwar in Ost und in West. Damit können wir das Kindergeld bezahlen, damit können wir BAföG bezahlen, damit können wir zum Beispiel Maßnahmen gegen Altersarmut bezahlen und im Übrigen auch Programme gegen Rechtsextremismus. Nötig haben wir es. Und wahr ist im Übrigen auch, dass nicht bloß, oftmals ist das ja nicht bekannt, nicht bloß Westdeutsche den Solidaritätszuschlag bezahlen, sondern natürlich bezahlen auch Ostdeutsche den Solidaritätszuschlag. Aber die Grenze läuft eben nicht zwischen West und Ost, sondern die Grenze verläuft zwischen denjenigen, die mehr Einkommen haben, und denjenigen, die weniger Einkommen haben. Das ist doch der entscheidende Unterschied. Und da muss man mal ganz klar sagen, was Sie machen wollen. Ein Bundestagsabgeordneter, also wir alle, zahlen im Schnitt im Monat 130 Euro Solidaritätszuschlag, je nachdem, wie viele Kinder und so weiter und so fort. 130 Euro bei 10.000 Euro brutto. Mir kommen die Tränen. Eine Familie mit zwei Kindern, die 4.400 Euro brutto maximal hat, maximal, also alle, die drunter sind auch, bezahlen überhaupt keinen Solidaritätszuschlag. Und jetzt möchte ich mal sehen, wie Sie diese Familien erklären, wem hier was genommen und wem hier was gegeben wird. Weil diese Familien sind nämlich auf staatliche Unterstützungsleistung angewiesen. Und wenn man das so betrachtet, nämlich Solidaritätszuschlag wird von denen bezahlt, die mehr haben, und die, die weniger haben, bezahlen nicht, bekommt der Begriff Solidaritätszuschlag eine ganz neue Bedeutung. Und in diesem Sinne brauchen wir die Solidarität in unserer Gesellschaft dringender als je. Und deshalb ist DIE LINKE gegen die ersatzlose Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Vielen Dank, Kollege Michael Leutert. Das Wort zu einer Kurzintervention hat der Kollege Glaser.